CLE, Freunde! Bernd wieder am Start. Road to Gold in Rocket League One-on-One. Ja, ich würde sagen, weiter geht's. Nächste Runde starten wir. Ihr habt es gesehen, in der letzten Runde habe ich es hart verkackt. Ich war kurz davor, 5 Siege in Folge zu haben. Dann wurde ich aufs Übelste vorgeführt. Der Typ wusste ganz genau, was er tut, Leute. Wahnsinn. An dieser Stelle, ich glaube, er hieß 420. Applaus, das war richtig krass. Hat mich einiges an Punkten gekostet. Ich stehe ja jetzt aktuell auf 304 Punkten. Ich würde sagen, wir müssen einen neuen Winning-Streak starten. Und das machen wir jetzt. Auf geht's, Leute. Es wird jetzt erstmal keine Glückskrawatte mehr geben. Unfassbar. Hat mir ja überhaupt nichts gebracht. Ich nehme wieder den Controller in die Pranke und würde sagen, Däumchen drücken, dass es jetzt weitergeht. Ich mal wieder ein Spiel gewinne. Das heißt mal wieder, jetzt eine Niederlage kassiert. Aber ich bin heiß. Ich will gewinnen. Wir spielen gegen Ziplone. Ziplone, GG, alles Gute wünsche ich dir. Alodri und drauf, Leute. Aggressiv. Ich habe Bock zu gewinnen. Das müssen wir jetzt machen. Ich schieße ihn hoch. Der geht genau in die Mitte von uns beiden. Er muss rückwärts fahren. Das ist meine Chance. Oh, da ist aber auch wieder dran. Nein, verdammt. Okay, schnell den Superboost holen. Den holt er sich selber. Oh, jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich. Ich habe keinen Superboost. Ja. Er springt am Ball vorbei. Oh mein Gott. Das war das sichere Gegentor. Und jetzt habe ich Superboost. Jetzt habe ich Superboost. Und er macht das Eigentor. Unfassbar. Was ein Dusel. Was ein Gedusel gleich in den ersten 30 Sekunden. Unfassbar, Leute. Das war eigentlich sein sicheres Tor. Da hatte er mich perfekt ausgespielt. Und jetzt macht er das Eigentor. Wahnsinn. In einer verzweifelten Rettungstat macht er das Eigentor. Und überlässt mir so die Führung. 1-0. Wunderbar. Das läuft eigentlich erstmal wie nach Plan. Aber gucken, wie es weitergeht. Jetzt ist er am Ball. Ich fahre erstmal rückwärts Gentor. Er geht drauf. Ich wehre den Ball ab. Ah, keine Glanzparade, aber abgewehrt ist abgewehrt. Er bleibt dran, schießt ihn hoch. Ich schieße ihn weg. Hol mir Superboost. Ganz klar, ist wichtig. Nein. Da macht er den Ausgleich. Oh nein. Das war eigentlich, hätte ich da doch nur noch abwarten müssen und drauf. Da hätte ich drauf gehen müssen. Und ich habe es verpasst. Mist, verdammt. Okay, 1-1. Aber ich habe das Gefühl, das ist ein ausgeglichenes Match. Der ist jetzt nicht unbedingt 100.000 Mal besser als ich. Nicht so wie der letzte Gegner. Schnell Boost holen. So, er spielt ihn jetzt direkt in die Mitte. Genauso muss das auch sein. Jetzt spielt er ihn vorbei. Ich glaube jetzt, dadurch, dass er in der Luft ist, habe ich ein bisschen Zeit. Hol mir den Superboost. Geh wieder zurück ins Tor. Er ist vorbei. Er springt vorbei. Ich schieße ihn gen Mitte. Der muss... Oh, nee, der kommt leider nicht so gut. Jetzt spielt er ihn selber vor sein eigenes Tor. Das nutze ich aus. Und spiel ihn rein. Oh, wichtig. Da ist er noch angerauscht gekommen. Meine Güte, war das knapp. 2-1 steht es jetzt. Schaut euch das an. Er fliegt. Ich krieg den Ball nicht wirklich unter Kontrolle. Muss da noch einmal nachsetzen. Schieß ihn tatsächlich über ihn drüber, weil er da noch angerauscht kommt. 2-1. 3 Minuten 44 noch. Das ist schon wieder spannend hier. So. Er ist ein bisschen in der Luft. Das ist wieder Gedusel. Es ist Gedusel, es ist Gedusel, es ist Gedusel. Und das Ding ist drin. Wichtiges Ding. Da kam er wieder an. Da wollte er vorbei. Er zieht rum. Kriegt den Ball aber auch nicht mehr unter Kontrolle. Ich schau mal. Er macht diesen Move, dass er nach vorne geht. Er hat sogar noch einen Boost eingesammelt. Das war sein Glück, auch wenn er ihn nicht mehr weggekriegt hat. Er hat einen Boost eingesammelt. Ansonsten wäre er da, glaube ich, gar nicht mehr dran gekommen. Oh, shit. Oh, habe ich da Glück gehabt. Ich bin nämlich, wie ihr gesehen habt, nicht direkt losgefahren. Das hätte mir fast das Genick gebrochen. Ich bin dann auf Verdacht hochgesprungen und habe zum Glück seinen Schuss abwehren können. So, jetzt geht er aggressiv drauf. Er geht aggressiv drauf. Ich wehre den Ball allerdings ab. Hol mir den Superboost. Ich bin aber voll. Das heißt, noch mehr Superboost geht nicht. Oh, ist er da nochmal dran gekommen? Hat er mir nochmal den Ball verspielt? Er positioniert sich vor dem Tor. Schießt ihn aber erstmal vorbei. Jetzt kann ich ihn abwehren. Bumm. Und jetzt muss ich mich fangen. Schnell auf die Füße. Auf die Rollen. Oh, wir springen beide vorbei. Der Ball rollt aber auf sein Tor zu. Er kann ihn aber abwehren. Ich bumse ihn erstmal weg. So, hol mir den Superboost. Schieß ihn zum eigenen Tor. Oh, aber der geht zum Glück an Pfosten. Was mache ich denn da? Was ein Dusel schon wieder. Er holt sich den Superboost. Ich versuche ihn zu überspielen. Ah, damit hat er gerechnet. Springt aber vorbei. Ganz klare Sache. Jetzt muss das Ding in die Mitte kommen. Einmal gegen Mitte. Er versucht mich wegzubumsen. Das hat er sehr gut gemacht. So kann ich nicht weiter ausholen.
stoppe aber, setz mich vor den Ball und mach das Ding dann so. Bumm, Freund der Nacht. 4:1. Wichtig. Und das Ganze ohne Glücksbringer-Krawatte. Meine Güte, so kann es auch gehen. 4:1. Astreines Gelöt, würde ich sagen. So, geht natürlich gleich weiter. Wir wollen es jetzt nicht unterkriegen lassen, ne? Ganz klare Sache. Was heißt unterkriegen? Wir führen 4:1, aber wir dürfen den Fokus nicht verlieren. Wieder an ihm vorbei. Wieder. Na, diesmal kriegt er ihn kurz davor. Das sah aus wie in der einer der ersten Runden. Ich glaube, er hat einen Superboost. Oh, da musste ich beigehen und den Ball ablenken. Das war ja mal, also allerhöchste Eisenbahn. Er hat den Superboost. Ich versuche jetzt, mir den Superboost hier schnell zu holen. Hab ihn. Alles klar. Alles klar. Er geht Richtung Mitte. Den hole ich mir, den Ball. Wumms! Zack, da ist das Ding nach vorne. Er muss erstmal wenden. Das muss ich nutzen. Und schießt den Ball. Und er kommt noch. Aber kriegt den nicht mehr ganz. 5:1. 1:48 noch auf der Uhr. Das Ding ist, glaube ich, gelutscht. 5:1. Da seht ihr, wie er da noch rumkommt. Heidewitzka, der Kapitän. Ja, solide. 5:1. So lässt sich das leben. Jetzt schießen wir ihn an der Seite vorbei. Auch hier wieder fairer Spieler. Er gibt nicht auf. Das Spiel wird zu Ende getragen. Leeres Tor. Ich kann reinfahren. Schauen wir gleich mal im Replay, wo er sich rumgetrieben hat. Das war ja relativ einfach. Ach, da gibt er auf, Leute. 6:1. Endlich sind wir wieder auf der Siegesstrecke quasi. Auf der Ruhmesstraße. Nachdem wir das Match vor diesem verloren haben, haben wir jetzt wieder 1 gewonnen. Geil. Ich würde sagen, wir starten jetzt in die nächste Siegesserie. Und schauen mal nach, wie viele Punkte wir denn jetzt bekommen haben. Wir waren bei 304 und jetzt haben wir, beziehungsweise jetzt habe ich aktuell 355. Ja, das sieht gut aus. Wir sind auf einem guten Weg. Und wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge, würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, wenn euch dieses Format nach wie vor gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, Leute. Gerne konstruktive Kritik oder Anmerkungen, Feedback in die Kommentare. Würde mich tierisch freuen. Krüppelherz für euch, Leute. Ich bin's, euer Bernd. Und wir sehen uns bald wieder. Ich hab euch lieb. Bis dann. Tschüss.